Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Und zwar wird es heute ein bisschen um den Flugverkehr gehen, denn ich habe jetzt dann doch schon ein paar Anfragen bekommen und das letzte Video ist ja dann doch schon etwas länger her. Das heißt, es werden jetzt wieder ein paar Folgen von Tipps und Tricks folgen, denn ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben und wir fangen heute an mit dem Flugverkehr. Und was ich da dazu sagen möchte, es sind meine Erfahrungen. Ja? Das kann sein, dass es bei jedem unterschiedlich ist. Wie gesagt, meine Config ist immer noch auf Standard. Das heißt, ich habe noch nichts an meiner Config umgeändert. Wir da gleich mal schauen. Und zwar habe ich hier begonnen mit meinem Berliner Flughafen. Und wie ihr seht, ich habe 3 Terminals, weil von hier auch 3 Fluglinien losgehen. Und wie man hier sieht, ja, 3 Fluglinien von Berlin. Und zwar einmal nach hinten, Schönbeck. Und dann das andere Ende. Und dann habe ich noch hierhin versucht. Und ich habe, ja, wie man am Anfang halt so drauf ist, man überlegt sich, okay, man setzt jetzt ein Flugzeug ein. Wenn ihr jetzt auch ein Flugzeug einsetzt, dann müsst ihr mal darüber nachdenken, vielleicht einen Kredit aufzunehmen und ein zweites Flugzeug zu kaufen. Denn der Takt wird dadurch deutlich geringer, weil mit einem Flugzeug ist man so bei 15 bis 20 Minuten, also Ingame-Zeit. Und das ist dann doch etwas lange. Und wenn ihr auch so einen zentralen Umschlagsflughafen haben möchtet, dann braucht ihr auf jeden Fall den großen, denn da habt ihr ja eine Landebahn und eine Startbahn. Weil wenn ich jetzt hier den kleinen haben würde, wo die Landebahn und die Startbahn dieselbe wäre, dann würden hier Flugzeuge andauernd durchstarten und das verzögert sich natürlich dann auch in der Flugzeit. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist die Anzahl der Terminals. Die kann man ja dann auch nochmal aufrüsten. Und zwar, je nachdem wie viele Linien ihr auf dem Flughafen habt, so viel Terminals solltet ihr dann auch haben. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, hier 5 oder 6 Linien drauf zu machen, denn, okay, ich spiele jetzt auf einer mittleren Map, aber wenn ihr auf einer großen Map spielt, ich würde ja nicht mehr wie 3 Fluglinien jetzt hier an so einem großen oder allgemein an einem Flughafen machen. Dann, wie gesagt, hier hinten habe ich auch wieder, hier habe ich halt voll ausgebaut, weil ich wusste ja nicht, was noch kommt. Hier ebenfalls. Und hier hinten nicht, weil hier kann ich nicht ausbauen, weil da die Stadt im Weg ist. Aber das da hinten ist kein Problem, weil da fliegen einfach nicht, fliegen nicht viele Flugzeuge hin. So. Also wir haben ziemlich früh in diesem Game hier, in diesem Safe-Game mit Flugzeugen angefangen. Und ich muss sagen, anfangs, wir haben nur Minus gemacht. Ja. Und wir hatten anfangs diese Strecke hier von Schönbeck hier nach hinten, nach Catterfield. Das war unsere erste Strecke. Aber da fliegt halt kein Sim hin, weil kein Sim möchte einmal quer über die Map fliegen. Vielleicht eine Handvoll möchte das vielleicht machen. Ja. Aber die meisten möchten in die Nachbarstadt oder maximal vielleicht 2 bis 3 Städte weiter. Also die Leute von hier pendeln dann doch manchmal schon hier nach hinten. Bei mir zum Beispiel. Und dann habe ich mir überlegt, okay, es ist nicht wirklich realistisch, aber ich richte mal eine Fluglinie ein von Berlin hier hinten nach Lingen, ja, weil das ist ja sozusagen eine Nachbarstadt. Und die waren zu dem Zeitpunkt mit dem Zug angebunden, und zwar hier rüber, und dann mussten die hier umsteigen. Das heißt, es hat auch schon ein bisschen Zeit gekostet, und ich habe auf der Fluglinie ja immer 2 Flugzeuge drauf gehabt, weil damit eins immer hier ist und eins immer hier. Damit sich erstens die Zeit verkürzt, ja, wie man hier sieht, 5 Minuten. Dann das nächste Beispiel wäre von Berlin nach Catterfield, das wäre hier hinten. Da hatte ich bis vor kurzem noch keine Schienenanbindung, wie wir hier sehen. Das habe ich erst im letzten gebaut.
Und seitdem das gebaut ist, benutzen die die Fluglinien nicht mehr. Weshalb ich daraus schließe, dass der Zug einfach schneller ist. Ja? Weil die Leute, die bislang von hier nach hier wollten, klar, die sind mit dem Auto, hier genauso, da genauso. Ja? Aber gehen wir jetzt mal von Berlin aus. Berlin, das sind 2 Städte weiter. Also hätte ich gesagt, die Leute können ja nur den Flug nehmen, weil das Auto dauert bei mir länger, da ich den Mod drin habe, dass jedes Fahrzeug nur 30 km/h fährt, soweit ich mich erinnere. Ja, der ist installiert, genau. Und seitdem es halt diese Zugverbindung gibt, ist die schneller und deshalb nutzen die Leute das nicht mehr. Deshalb in einem gewissen Maß kann man die Fluglinien attraktiv machen. Ja. Klar, es ist nicht wirklich realistisch, dass man jetzt hier nur 2 Städte weiterfliegt, aber wenn ihr das wirklich mit Profit spielt, dann müsst ihr solche Fluglinien einbauen. Ja. Dass eine Stadt, die schon vielleicht mittelgroß ist, okay, die jetzt nicht, weil ich habe ja hier alles abgerissen, dass die einfach einen Flughafen kriegt, ja, mit 2 oder 3 Flugzeugen, die dann zu eurer Hauptstadt geht, ja, und die dann die Leute sozusagen von eurer Hauptstadt hier nach hinten bringen. Jetzt natürlich nicht einmal quer über die Map drüber, weil da macht ihr immer Minus. Ja. Aber seitdem ich halt hier jede Stadt mit der Schiene angebunden habe, ist das Flugzeug ziemlich uninteressant geworden. Und klar, ich habe hier perfekte Anbindung mit dem Nahverkehr, was auch der liebe, jetzt habe ich den Namen vergessen, tut mir leid, was auch der liebe Benutzer geschrieben hat, dass er den Nahverkehr komplett ausgebaut hat eigentlich zu den Flughäfen, aber niemand damit fliegt. Ja, wie gesagt, wenn das hier so quer über die Map ist, da ist bei mir auch niemand geflogen, aber wie gesagt, mein Tipp, vielleicht 1 oder 2 Städte weiter, wie hier, das bringt ja am Anfang noch ziemlich viel Minus, da du ja noch ein zweites Flugzeug einsetzen musst, aber wenn du hier keine direkte Verbindung hast mit dem Zug, dann wird die Linie auch benutzt, denn die Leute wollen von hier nach hier. Und die Leute nehmen dann lieber das Flugzeug, weil das für manche dann doch schneller ist, wenn sie im richtigen Bereich wohnen, wie wenn sie jetzt zum Bahnhof fahren würden, hierhin umsteigen und nach da. Das heißt, man bräuchte eigentlich eine kleine indirekte Konkurrenz, nenne ich es immer. Ja. Also, eine direkte Konkurrenz wäre, wenn der Zug von Berlin direkt nach Lingen fahren würde, dann würde hier auf dem Flug überhaupt nichts laufen. Ja, aber wir haben ja hier eine Umsteigezeit und die ist halt so groß, dass die Leute den Flughafen verwenden. Und das kann man dann auf seiner ganzen Map dann fortsetzen, ja, wenn man jetzt von seiner Hauptstadt zum Beispiel an den Rand möchte, kein Problem. Man muss halt darauf achten, ist meine Erfahrung, dass es keine Direktanbindung zwischen den 2 Städten gibt. Ja. Weil es sind früher auch viele hier zwischen Berlin und Schönebeck sind viele geflogen. Ja. Aber seitdem ich hier eine Schnellzugstrecke gemacht habe, wie man hier sieht, hier. Seitdem wird der Flug nicht mehr benutzt, weil der Zug einfach schneller ist. Das heißt, hätte ich jetzt hier gesagt, ich fahre bis hier und mache hier noch so eine eingleisige Strecke, dann hätten wir eine Verzugszeit drin. Und deshalb würden die Leute dann eher wieder das Flugzeug nehmen. Also immer schön nachdenken und auch immer eine Konkurrenz geben. Ja, aber nicht sagen, okay, ich mache jetzt hier eine Direktlinie, weil dann könnt ihr die Fluglinien gleich komplett weglassen. Wie es beim Cargo ist, kann ich euch leider nicht sagen, denn ich habe den Cargo-Mod noch nicht ausprobiert. Vielleicht, aber ich habe schon einiges im Forum gelesen, dass es nicht so funktionieren soll, ja, dass nicht so viele Güter abtransportiert werden, wie die Fabrik eigentlich verlangt. Und deshalb werde ich höchstwahrscheinlich diesen Mod auch nicht installieren.
Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Flugverkehr habt, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare oder im Forum posten. Da bin ich eigentlich ziemlich aktiv. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch etwas geholfen im Thema Flugverkehr. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schönes neues Jahr 2017. Bis dahin. Ciao, ciao.